Ja, mein kurzes Update von unserer geplanten Zweitfrucht, Mais, Sorghum, Sonnenblume, Ackerbohne. Das hier ist noch ein bisschen was Besseres. Hier, krass, das sind die Fahrgassen. Und irgendwie kommt er da ein bisschen mehr an Wasser. Ganz unten hat es ein paar Maispflanzen, die jetzt anfangen Fahnen schieben. Das hätte es werden können. Und wenn wir hier hochschauen, da ist halt gar nichts. Hier ist das dunkelt vor sich hin. Mais und Sorghum. Die Stangenbohnen sind erstaunlich fit. Da hat jemand einen Rest da. Die kommen deutlich besser damit klar wie die Ackerbohnen. Die gehen jetzt hops. Selbst Sorghum geht kaputt. Oh, ich weiß noch nicht, was wir damit machen. Eigentlich ist die Fläche dann auch noch zumindest als Zwischenfruchtfläche geplant, aber hier jetzt Saatgut für fast 200 € drauf, das umzubrechen. Wenn der Regen am Donnerstag, Freitag kommt, ja, dann kann das zumindest noch ein bisschen Zwischenfrucht werden, aber das Problem ist von solchen Beständen, dass wir halt hier Risse drin haben, zum Teil ein paar Disteln, Winden. Ja, es ist. Eigentlich ist es zum Davonlaufen. Aber wir können es nicht ändern. Also hier unten das Eck ist noch das Bessere. Ganz da hoch brennt das einfach weg. Das hat keine Chance bei den Temperaturen und der Trockenheit. Auf der anderen Seite, ja, wir haben zumindest ein bisschen Wasser, oder ein bisschen mit Wasser lebende Pflanzen drauf, halten ein Stück weit Bodenbiologie am Laufen, aber solange der Bestand nicht reinschließt und Schatten auf dem Boden gibt, solange passiert hier halt auch nichts. Und das ist das Frustrierende. Ja. Das mal als kurzes Update, weil ich hier gerade vorbeigefahren bin. Ein bisschen nach dem Mais geschaut, aber da haben wir zum Glück noch ein bisschen Luft mit der Ernte. Ja, mal schauen. Jo, in diesem Sinne, euch einen schönen Sonntag.